Im Zweifel war es dieser urige Typ, Zeitgenosse Frank Meinhardt. Er ist sozusagen der Meister Hora Berlins, der Herr der Zeit. Er kümmert sich um die über 450 öffentlichen Uhren in Berlin. Die analogen Zeiteisen stehen immer noch überall in der Hauptstadt und zeigen ganz old-fashioned einfach die Zeit an. Also meistens ganz einfach jedenfalls. Und wenn es nicht mehr so richtig tickt da oben, landen sie bei Herrn Meinhardt in Lichtenberg. Sieht ja aber eher nach Uhrenfriedhof hier aus, als hätte, Vorsicht, Wortwitz Nummer 5, hier schon das letzte Stündchen geschlagen. Ja, das sieht so aus. Ist aber kein Friedhof, das ist also nur ein Depot. Sie werden hier gelagert und werden auch auf jeden Fall wiederbelebt. Was heißt Depot? Also wie so eine Kur? Sozusagen, ja, eine Verschönerungskur. Also viele Uhren, die sind schon älter und müssen wieder neu lackiert werden und auch innen drin, der Motor, das Getriebe muss erneuert werden. Viele stehen aber auch hier, nicht weil sie kaputt sind, sondern weil sie abgebaut werden mussten, weil sie irgendwo in irgendwelchen Baumaßnahmen weichen mussten. Berliner Baumaßnahmen, na, die sind ja bekannt für gutes Zeitmanagement. So viel Zeit braucht sein Kollege Jörg Pennewitz jedenfalls nicht, um die urzeitlichen Apparate wieder fit zu machen. Trotzdem sagen ja einige Berliner zu den Uhren, die ticken nicht ganz richtig. Nö, würde ich nicht sagen. Sie haben schon ab und zu mal, durch auch altersbedingt, haben sie schon manchmal kleinere Aussetzer. Aber da sie Funkuhr gesteuert sind, laufen sie eigentlich sehr gut. Einen Monat braucht Jörg Pennewitz im Schnitt für die Uhrenreparaturen. Dieser tickende Koloss hier kommt zeitnah zurück nach Adlershof. Aber ganz ehrlich, braucht es denn in der heutigen Zeit überhaupt noch analoge Uhren in der Stadt? Guckt doch eh keiner mehr drauf, oder? Ja, die sehe ich immer, ja. Ist die wichtig für Sie? Ja. Und warum? Ja, dann kann ich immer noch mal abgucken, wie ich mit der Zeit dran bin, ob ich später oder früher oder wann die Bahn kommt und so. Aber Sie haben ja auch eine Armbanduhr. Ja, aber die ist schön groß. Und bequem. Ist okay. Gehört dahin. Ja, ist cool. Die habe ich sehr oft gesehen. Darunter habe ich mich oft verabredet. UDU unter der Uhr. Ich finde es auch, irgendwie passt es auch ganz gut zum Stadtbild. Ich finde es auch ganz schick irgendwie manchmal. Also nicht jede Uhr ist natürlich schick. Ich weiß, die Uhr gibt's. Und dann, wenn ich hier bin und irgendwie eine Frage an die Uhrzeit habe, dann zack, der Blick rum. Und was macht Uhrenpapst Frank Meinhardt, wenn er zack die großen analogen Fragen an die Zeit hat? Oh Gott, eine Smartwatch? Na, wenn ich draufdrücke, habe ich aber zumindest das Ziffernblatt, das analog. Na gut, man muss ja auch mit der Zeit gehen.